Hallöchen. Willkommen zu unserer allerersten Diskussionsrunde. Willkommen zur zweiten Diskussionsrunde. Hallihallo, willkommen zu einem Diskussionsvideo. War ja schon lange nicht mehr und ich dachte mir, wir nehmen ein Thema des Monats mal wieder zur Diskussion. Und ich hätte euch ja gefragt in dem Infovideo zu den Themen des Monats, wie auch immer. Auf Instagram und YouTube. Und Facebook, wenn man da auch gucken möchte und antworten könnte. Da kann man auch auf diese Dinge antworten, habe ich gesehen. Funktioniert, auch getestet. Ja, habe ich jetzt 5 Fragen gestellt oder... 5, 6 Fragen, Möglichkeiten zu antworten, um dann eine runde Diskussion zu machen. Also nicht nur wir beide, sondern eben mit euch gemeinsam. Ja, können wir auch gerne öfter machen, wenn ihr sowas mögt, dass ich dazu Fragen mache, gerade so was diese Themen des Monats betrifft. Finde ich nämlich eine ganz gute Sache. Dann muss ich nicht immer nur 5 Bücher, die, das war mir nämlich irgendwann so langweilig. Jetzt schon, sie macht es doch gar nicht so lange ja, mit dem Thema. Das war immer das Gleiche, das war immer nur Rezensionen, 5 Bücher, die. Das fand ich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Nee, ich wollte verschiedene Sachen machen. Das stimmt. Dass ein paar Rezensionen bei sind, klar, aber eben auch ein paar andere Videos, wie jetzt die Diskussion. Ja. Wenn es passt. Und dann machen wir. Das wird heute eine spannende Diskussion. Eine. Ja. Nichts für schwache Nerven. So. So eine wird das. So eine. Genau. Und wir fangen auch gleich mal an, was für uns, also mit der allerersten Frage, die da lautete. Ich lese sie mal schnell ab. Ich bin nicht wirklich groß vorbereitet. Ich habe jetzt nur mal so kurz reingelesen, aber... sie hat zwar schon das Video gesehen und die Frage auf Instagram gesehen, aber sich keine Gedanken darüber gemacht, dass sie vielleicht damit beteiligt wäre. Nee. Und ich gehe schon die ganze Zeit im Kopf mein Bücherregal durch, aber ich will es auch irgendwie so spontan wie möglich machen. Also kriegen wir hin. Ja, ich denke auch. Ich habe mir auch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe nur ein paar Bücher rausgesucht, aber mehr auch nicht. So. Die erste Frage war, was bedeutet für euch nichts für schwache Nerven? Und hier war auch noch gar nicht gemeint auf Buch bezogen oder sonst irgendwas, sondern generell. Was bedeutet für euch nichts für schwache Nerven? Was bedeutet für dich nichts für schwache Nerven? Also buchtechnisch muss ich jetzt wirklich, wenn wir mal erstmal bei Bücher bleiben, buchtechnisch muss ich wirklich sagen, es gab schon Bücher, die ich mal abgebrochen habe, aber dann nicht aus dem Grund, weil es nichts für schwache Nerven ist, sondern aus anderen Gründen. Aber ansonsten so Thriller- oder Horrormäßig habe ich eigentlich alles immer beendet. Das war nie so, dass ich gesagt habe, konnte ich alles lesen. Wo habe ich wieder bei Filmen mehr ein Problem? Also einige Filme, die ich gesehen habe, die ich nicht beendet habe zu gucken oder wo ich sage, die hängen mir jetzt noch im Kopf. Aber woran liegt's? Weil es einfach grausam war, was ich gesehen habe. Weil es grausam war und es mir weh tat. Es tat zum Beispiel? Szenen, wo irgendwie Menschen am lebendigen Leibe irgendwas zugefügt wird an Qualen oder so. Und die Schreie und wie das aussieht. Und ich kann mir so vorstellen, wie das weh tut. Also man könnte auch sagen, dass es auch so... Habe ich das nicht hier irgendwo? Ich glaube ja, irgendeine Frage war das noch. Der kommt wahrscheinlich noch, ne? Ja, genau, das kann sein. Aber so büchertechnisch... Oder so. Ach nee, hier, YouTube. Ach ja, Folter genau. Wäre dann hier auch eine Antwort gewesen. Ja, das ist wirklich, wo ich sage, das kann ich nicht gucken. Ich kann es lesen, weil ich es nicht sehe, weil ich nicht die Schreie höre, die Geräusche von den Maschinen, mit denen vielleicht gequält wird. Ja. Ich muss dann an einen Film denken, den kennt vielleicht manche von euch, vielleicht auch nicht. Wenn ihr sowas nicht mögt mit Quälereien, dann schaut euch niemals Hostel an. Niemals Hostel. Ich habe nur den ersten Teil gesehen und seitdem nie wieder vergessen, was ich da gesehen habe. Oh Mann. Gut, das sind also nichts für schwache Nerven generell. Ich habe hier noch ein paar Antworten auf Instagram bekommen. Und zwar True Crime Bücher, beziehungsweise auf wahre Begebenheit basierende Bücher, wie zum Beispiel Evil von Jack Ketchum. Ich muss erstmal hier einblenden werden, weil ich habe ihn hier. Aber ich habe schon mal davon gehört. Ich auch, aber auch nie gelesen. Ja. Also ich habe auch früher schon Probleme gehabt, auch vor allem mit Filmen, da Bücher sowieso nicht. Wenn irgendwas hieß von wahrer Begebenheit, ist mir gleich kalt geworden, eisekalt. Ich habe auch
Titanic genau aus diesem Grund nie gesehen. Wollte ich nie sehen, weil ich hatte früher extreme Probleme, wenn irgendwas war mit wahren Begebenheiten. Konnte ich überhaupt nicht gucken, war mir total eklig, war mir schlecht, war mir alles. Weil man weiß, dass es wirklich passiert. Inzwischen geht es ein bisschen besser. Hast du jetzt Titanic mittlerweile gesehen? Nein. Warum sollte ich mir jetzt Titanic angucken? Nein, danke. Aber es war halt ein Grund deswegen, warum ich es nicht gucken. Genauso diese Apollo 13 Verfilmung war das. Habe ich deswegen auch nie geguckt. Wollten alle immer unbedingt sehen. Ich dachte mir so, nee, möchte ich nicht gucken, weil wahre Begebenheiten will ich nicht sehen. Mhm. Aber auch früher meine Eltern immer geguckt, weil sie gesagt haben, das ist wahre Begebenheiten. Aber ich habe es ja gelesen. Ich so, boah, ich muss hier weg. Mhm. Egal, ob es wirklich schlimm war oder nicht ist. Ich konnte es nicht gucken. Mhm. Wie war nochmal die ganz genaue Frage für Teil 1? Was bedeutet für nichts für schwache Nerven? Einfach nur. Ach so, okay. Ganz stumpf. Mir ist gerade noch was eingefallen, aber das passt nicht dazu. Mhm. Vielleicht später. So, dann halt kam eine Antwort, einfach nur Krimi, wo viel Blut fließt. Mhm. Oder Dinge, die einem Angst machen, wie Thriller oder Horror, so wie Unnatürliches, ja. Das nicht passiert. Paranormal Activity. Oh ja. Der Film. Oh. Und ich musste von ihr nachts nach Hause alleine. Die sitzen da zu dritt, weißt du, und ich musste alleine mit dem Bus nach Hause fahren. Die ganze Dania am Ohr. Also mittlerweile kann ich ihn alleine gucken. Wenn man das einmal geschafft hat, dann ist es wirklich kein Problem. Aber beim ersten Mal, den habe ich dann damals auch alleine geguckt. Im Hellen, am Tageslicht. Ja. Und dann fahren wir nachts zum Bus nach Hause. Da bin ich noch nicht so nah aneinander gewohnt. Und du hast es geschafft. Ja, ich bin stolz auf dich. Stolz auf dich. Aber so, leg dich auf. Aber sowas Übernatürliches, das sowas finde ich auch gruselig. Ja, das ist auch. Aber da nur wieder als Film. Ich habe mal ein Buch gelesen von dem Sohn von Stephen King. Mhm. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Und das Buch hieß Ghost Books. Ich glaube, das war das erste Buch von dem, was er rausgebracht hat. Und das war wirklich unheimlich geschrieben. Also mir ist es geschafft. Ja, aber es ist nicht jetzt so, dass ich Gänsehaut gekriegt habe, aber dass ich wirklich dachte so, oh, es kommt bestimmt gleich um die Ecke, ja, es kommt bestimmt gleich. So der Moment, wo du im Film so kannst dein Buch schlecht machen, kannst du nicht weiterlesen. Eben. Schade. Also da kam schon so ein bisschen das Feeling rüber. Ja. Der hat gemerkt, dass es der Sohn von Stephen King ist. Aber ja, sowas finde ich auch gruselig, da hat sie recht. Dann haben wir hier noch die Antwort extrem spannende und gruselige Geschichten und definitiv Stephen King's S. Und als letzte Antwort blutig und detailliert. Mm, ja, das detailliert ist natürlich auch immer so, was auch diese Bücher mit Quälereien und so angeht und Folterung, genau. Ne? Wenn es dann wirklich so, wie sie einem die Fingernägel abreißen, so. Ja. Was ich aber, ist mir auch eingefallen, was ich noch eklig finde, weil wir hatten ja hier von Jack Ketchum gesprochen, ne? Mhm. Ist das nicht der, von dem ich auch ein Buch gelesen habe, der hier mit die Jagd und der Pfahl und der Dschungel? Nee, das war ja. Der kommt später auch noch hier drin vor, dann musst du wissen, dass es der ist. Ah, okay. ja, kommen wir zur zweiten Frage. Welches Buch, das ihr gelesen habt, würdet ihr in diese Kategorie einordnen? Vielleicht auch noch warum? Ein Buch. So schrecklich detailliert ist. Oder generell nicht zu schwachen Nerven ist. Muss ja nicht detailliert sein. Es muss nur nichts für schwache Nerven sein. Ja, also das ist wirklich, muss ich sagen, das, was ich von dem anderen Autoren meine. Wo ich jetzt dachte, gerade Jack Ketchum. Richard Layman meine ich. Ja, Richard Layman meine ich. Von dem habe ich gelesen, ich habe es vergessen, Die Jagd, glaube ich. Die Familie, die war nicht so gut. Die Familie war nicht so gut. Die Jagd habe ich gelesen und das war wirklich ein absoluter Page-Turner. Der war echt richtig, richtig gut. Ich bin auf die Insel gespannt. Ja, die ist bestimmt auch gut, ey. Die sollen ja alle gut sein. Ja, aber wir haben ein falsches Buch, glaube ich, erwischt mal wieder. Ja, ja, die Familie, das war wirklich... Quatsch. Das war jetzt nicht so... Das war nicht so gut. So, was haben wir hier als Antworten? Was war nochmal Frage 2? Ich habe schon wieder vergessen. Welches Buch würdet ihr in die Kategorie nichts für schwache Nerven einordnen? Jetzt fällt es mir ein. Und ich habe so lange darauf gebraucht und es mir nicht eingefallen, weil ich es nicht mehr zu Hause habe. Tatsächlich. Aber... ich weiß, ich habe das Buch mittlerweile 2-3 Mal gelesen. Damals, jetzt habe ich es ja nicht mehr. Shining. Du hast das Buch nicht mehr? Nee. Warum? Weiß ich nicht mehr. Verliehen und nicht mehr wieder. Irgendwann mal weggeschenkt habe. Weggeschenkt? Weggeschenkt. Ich habe es auch letztens verschenkt, weil das Cover einfach nur scheiße rosa und mit diesem komischen Fratzen-Dinger drauf war. Wollte ich nicht haben. Shining. Stephen King. Habe ich 3 Mal gelesen und ich liebe auch diese Neuverfilmung von dem Film. Ich habe nur die Nachfolge band. Ich muss also irgendwann mal Shining haben, damit ich den auch nachfolge. Ach ja, den zweiten Teil habe ich auch, ja richtig. Aber da habe ich bis heute 200 letzten Seiten nicht mehr gelesen. Frech, frech. Hat mir zu lange gedauert, also. Was habt ihr alles so gelesen? Evil von Jack Ketchum hatten wir.
Dann der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Und so einige, was die ging. Also der goldene Handschuh von Heinz Strunk, eine wahre Begebenheit. Genau. Es war auch vor ein paar Monaten im Kino, eine deutsche Verfilmung gewesen. Und auf YouTube hatte ich mir da auch natürlich die Dokumentation dazu angeguckt. Der Doku-Freak. Ja, genau. Ich mag auch so eine realistischen, so eine echten Fälle. Ich mag es zum Beispiel sowas. Ist das auch ein Ort, nicht für schwache Nerven? Bei manchen Fällen definitiv. Ja. Also ich könnte jetzt hier erzählen, aber es ist ja, wir sind ja hier nicht alle volljährig. Ich könnte von Fällen erzählen, die sehr brutal waren. Aber der goldene Handschuh war jetzt einer, der mich jetzt nicht so unbedingt... Aber ist eine wahre Begebenheit, weil wir vorhin kurz das Thema hatten, der goldene Handschuh. Hm. So, dann haben wir hier noch Psycho-Thriller von Fitzek. Die finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde sie gut. Ja. Ich finde sie gut, aber nicht grausam oder nervenaufreibend. Ja, genau. Sind gut spannend. Unterhaltsam. Spannend. Genau. Genau. Mal gucken. So, dann Bücher von Chris Carter oder Richard Layman. Da, Und Chris Carter haben wir auch hier hinten aufgebaut. Mhm. Kommen wir zum ersten Buch, was hier hinten steht. Der erste Band von Robert Hunter und Carlos Garcia. Mhm. Der Kruzifixkiller, was sie inzwischen auch zu Hause hatten, gelesen da. Mhm. Und ich weiß noch, die erste Leiche, die sie hier finden, es ist ja immer Serienmord, nicht? Ich weiß noch, die erste Leiche, die sie hier finden. Ich könnte es auch immer wieder wiedergeben. Das ist das Einzige, was mir immer im Gedächtnis bleibt, wenn ich an Chris Carter denke. Darf ich es hier noch kurz sagen oder darf man das hier wieder nicht sagen? Ich weiß es nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Ich mach's jetzt einfach, weil es ist ja eh nicht für schwache Nerven. Richtig. Wer nicht für schwache Nerven vertragen kann, will ich halt. Der auch. Kann sich das hier sowieso nicht angucken, weil er hat ja keine schwachen, keine starken genau, Nerven. Genau, genau, genau. Der erste Fall, die erste Leiche, die sie finden, ist, glaube ich, sogar eine Frauenleiche gewesen, ja. Aufrecht oder auf dem Stuhl sitzend, Richtung, Blickrichtung Tür. Wenn man diese Tür zumacht, ist dahinter ein Spiegel. Und diese Frau, der hat man die Augenlider entfernt und bei ihrem lebendigen Leib die Haut vom Gesicht gepackt. Das ist die allererste Leiche. So beginnt der ganze Quatsch mit Chris Carter. Und das ist nur der Anfang vom Ende. Es ist nur sowas und es ist halt immer so, dass man einfach wirklich hier detailliert hat und eklige Fälle hat. Einfach nur richtig heftig, wenn man sich denkt, wie kann man sich so einen Scheiß ausdenken? Mhm. Und ja, es ist einfach, oder vielleicht sind einige Fälle auch so angelehnt schon mal gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig heftig, was in diesen Büchern passiert. Und da vor etlichen Jahren hätte ich überhaupt sowas nicht lesen können, da konnte ich nicht mehr Krimis lesen. Mm. Inzwischen stört mich das nicht. Mm. Ja. Okay, halt bin gespannt. Also, ich bin gespannt, ja. Dann haben wir hier noch zwei weitere. Oder für was für eine Frage hast du das andere auch? Für die spätere Frage, wo mit Seite 1 oder so. Okay. Ach ja, das ist ja hier auch im Prinzip. Dann kann man gleich die beiden auch da. Und nehmen wir noch eins? Warte. Nehmen wir das hier? Ja, genau. Ich lese ja gerade auch Leichenblässe. Und hier ist auch alles sehr, sehr detailliert beschrieben. Die Chemie des Todes. Genau, von Simon Beckett. Im Prinzip ist das hier auf jeden Fall auch eins mit Seite 1, glaube ich. Ich glaube, das war auch auf der ersten Seite, fing es schon an, wo ich denke so, huhu, guck mal, für Hillary, vielleicht wird es deine Hillary. Ach, ja, genau. ja, der Mensch wird einfach erklärt, wie es entsteht, was passiert mit dem Körper nach dem Tod. Also, so wie in jedem Band sehr präsent, dieses Thema. Mhm. Und es ist schon sehr, 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 sehr widerlich, was denn da alles passiert. Und das wird halt hier einfach mal so, hier hast du viel Spaß damit. Genau, und weil du gerade Hillary sagtest, das würde jetzt hier zu der Frage passen mit der Hillary. Vom Fester Verlag, jetzt vor kurzem Teil 2 erschien, die Geschichte der Hillary. Ein Mädchen, die man kennenlernt, die im Krankenhaus wach wird. Gefesselt am Bett. Sie weiß nicht warum, sie hat keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Sie hat immer ganz merkwürdige Albträume. Die Ärzte sind so komisch zu ihr, keiner lässt sie vom Bett, keiner sagt ihr, wie sie heißt, was mit ihr los ist. Und dieses Mädchen wird halt zwischendurch immer von jemandem im Krankenhaus misshandelt. Sei es körperlich, sexuell, wie auch immer, wird sie misshandelt. Aber bei dem ist es zum Beispiel so, was so jetzt nichts für schwache Nerven ist, ist, sie kann sich zum Schluss ja auch vom Bett befreien und rächt sich dann an demjenigen, der ihr das alles angetan hat. Und da gibt es dann so Szenen, die ich jetzt nur mal so kurz unterschwellig mal so erwähne und man sich vielleicht, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, denken kann, was man machen kann mit einem Drahtkleiderbügel und dem männlichen Geschlecht. Und so eine Sachen sind dann so, wo ich auch gedacht habe, so, also das ganze Buch, so die ganze erste Hälfte war so,
Psychothriller, so, ja, Larifari spielt halt nur so im Krankenhaus und die hat eine Macke und der ist auch ein bisschen komisch und so. Und dann zum Schluss kommt sie da mit irgendwelchen Kunststücken, mit Drahtbügeleisen an, mit Drahtkleiderbügeln an und tut dem Mann denn da so weh und ich denke so, also ich bin Krankenschwester, ja, ich weiß, wie eine Blasenspiegelung funktioniert, das ist aber kein Drahtkleiderbügel, also... Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, oh, dann tut mir sogar der Mann leid. Oh mein Gott. Aber ja, und auch Haut abgezogen wird auch, macht sie auch gern. Sie fängt dann so an zu poolen. Ja, sehr schön. Und dann, ja. Und ich weiß nicht, ob Betty vielleicht die Cover hier einblendet. Oder ein oder die ersten beiden Cover, wie auch immer. Sie sehen auch nicht sehr einladend aus. Stimmt. Also die Cover sind schon so, da weißt du schon. Das Blut inbegriffen. Wenn du kein Blut magst, dann... Lies lieber einen Weihnachtsroman. Oder was Lustiges. Ja, oder was Lustiges. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist ja teilweise so, dass man, wenn man die Bücher lesen kann, kann man die Filme nicht sehen. Oder man liest halt nur so eine Filme, aber liest sowas nicht. Man liest die Filme, habe ich gerade... Wir haben dich verstanden. Okay. Oder macht man vielleicht beides oder gar keins von beiden. Mhm. Wie ist es? Mhm. Also meistens machen einen Bücher dann schon neugierig, wenn man weiß, dass es da einen Film zu gibt, oder? Nee. Nee, würdest du das zum Beispiel überhaupt nicht sehen. Also eine Verfilmung von Chris Carter würdest du dir nicht angucken? Wahrscheinlich nicht, weil ich genau weiß, was passiert. Mhm. Und ich kann so eine Filme eher nicht sehen. Ich meine, der schlimmste Film, oder was die schlimmste Szene, die ich im Film noch weiß, die ich mal gesehen habe, war Resident Evil, wo jemand in Gulasch großer Stückchen zerhäckselt wird. Und ich finde das sehr, sehr... Muss ich nicht haben. Nee. Im Buch ist alles kein Problem, aber im Film ist es einfach nur... Musst du nicht haben, weil der Gedanke dich anekelt. Ja, aber der Anblick mich anekelt. Der Anblick schon. Nicht so wirklich, wie gesagt, lesen so gar nicht so, es könnte ja sein, dass ich das vielleicht so, oh nee, ich will nie wieder Gulasch essen. Nee, oh. das gar nicht mal, aber einfach nur dieses, was man eben sieht. Das ist einfach so... Also einfach nur, nicht, dass du das siehst mit dem Gehäcksel und dass du denkst, oh, ich esse nie wieder Gulasch, weil... Nee, gar nicht mal. Daran denke ich gar nicht, aber es ist einfach nur, der Anblick ist einfach mal... Nicht so. Ja, und das hat man ja beim Lesen, das haben wir gerade gesagt, wo die Kamera ausging, das hat man ja beim Lesen nicht, ne? Also entweder... Also ich sehe es dann schon vor mir, aber anders. Ist es anders. Ja. Das ist ja cool. Aber warte, die Frage haken wir jetzt noch kurz ab. Ja, okay. Das ist nicht kurz, da kommt ja noch eine Menge. Da kommen mal die Antworten von anderen. Achso, ja, wir machen aber jetzt nochmal kurz... Wie gesagt, ich finde, wenn ich ein Buch gelesen habe, was mir gefallen hat und ich weiß, es wird verfilmt oder es ist verfilmt worden, dann gucke ich mir sehr gerne den Film dazu an. Okay, vielleicht die Geschichte der Hillary. Aber, doch, würde ich auch gucken. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Filme generell nicht so gerne gucke. Das kann sein. Bücher lese. Also auch wenn die Geschichte der Hillary so gruselig ist und so widerlich, ich würde es mir trotzdem angucken, weil es müsste eine verdammt gute Schauspielerin sein, die diese Hillary, diese Durchgeknallte spielt und die würde ich sehen wollen. Ja, du bist ja eher so ein Film-Fan. Ich bin eher so eher nicht so. Von daher kann das schon sein, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich halt... Filme. Aber andersrum habe ich es nicht, komischerweise. Also wenn ich einen Film sehe, dann zu sagen, oh, ich muss das Buch lesen. Nee, das habe ich auch sehr, sehr selten. Ja. Und wenn ich dann ein Buch hier habe, dauert es nochmal eine Jahre. Ja, das ist komisch. Hatte. Andersrum habe ich es nicht so. Nee, ich habe ja auch, denn das einzige Buch, was ich bis gelesen habe, glaube ich, nee, Quatsch. Ich habe zwei Bücher gelesen, tatsächlich, wo ich den Film gesehen habe zuerst. Das ist die Bücherliebe und das Bild ist das Oscar Wilde. Dorian Gray heißt er. Ach ja, genau. Und die Säulen der Erde habe ich angefangen zu lesen, bin ich zu Ende gelesen und ich habe noch zwei weitere Bücher hier stehen, die verfilmt wurden, wo ich den Film kenne und die immer noch hier rumstehen. Mhm. Wo ich immer noch lesen will unbedingt. Aber man hat da eben nicht so den Anreiz dazu, weil man andersrum, die Geschichte schon kennt. Ja, andersrum ist es irgendwie anders. Ja. Also Buch lesen, dann Film gucken, ja. Aber Film gucken und dann Buch lesen, eher weniger. Ja, das ist schön. So, da sind wir wieder. Mit frischem Akku. Ja, genau. So, dann haben wir natürlich... Fangen wir erstmal hier an. Nee, da ist nichts davon. So, also wir haben immer noch Film oder Buch. Die aus Schmatzen, das sind die Katzen. Könnt ihr auch den Film sehen, wenn das Buch oder nur Bücher lesen, die da nicht so schwache Nerven sind, eben auch Filme dazu gucken. Dann haben wir beides, doch meist ist die eigene Fantasie, die Wahrheit, viel schlimmer als die Filme, beziehungsweise zum Beispiel bei Hinter... Kaifek sagt mir das leider gar nichts. Mm-mm. Ja. Und dann kam auch eher nicht. Wenn dann Film, muss aber nicht sein. Beides nicht sehr gerne, aber wenn dann lieber ein Film. Und weder noch.
Und dann haben wir noch lieber lesen. Also es ist sehr bunt gemischt, entweder gar nicht oder nur Film oder nur Buch, also es gibt hier wirklich jede Antwort. Ja. Das ist hier vertreten. Ja. Also ich sage auch lieber lesen und dann danach den Film gucken, wenn es einen gibt. Andersrum für mich nicht. Aber lesen finde ich schon immer... Also du würdest auch Filme gucken, wenn einfach kein Buch dazu ist. Ja. Ja. Darum ging es ja auch. Es ging ja nicht nur darum, dass die Verfilmungen geguckt werden, sondern eben auch so eine Filme in der Art und Weise. So. Ich würde es zumindest probieren, aber wie gesagt, Hostel würde ich nie wieder gucken. Und den Hellen. Und schon gar nicht Teil 2 und Teil 3, weil der erste hat mir schon gereicht. Okay, dann habt ihr schon mal ein Buch gelesen, wo euch das euch auf der ersten Seite schockiert hat, wo ihr auf der ersten Seite schon gemerkt habt, das wird ein Buch, das nichts für schwache Nerven ist. Ich habe mich da jetzt für ein Buch entschieden, wo Betty wahrscheinlich gedacht hat, als ich sie gebeten habe, es aus dem Regal zu holen. Was damit? Und zwar habe ich mich für Graham Masterton von mit Irre Seelen entschieden. War echt die erste Seite so schlimm? Nee, nicht die erste, aber ich fand von der ersten Seite an, so die ersten Seiten fand ich so von der Atmosphäre her, hat mir das total gefallen. Das war so düster. Ja, wo ich ja noch unheilvoll die Hoffnung hatte, dass es so ein bisschen Richtung Shining oder irgendwie sowas geht. Die ersten Seiten haben mich irgendwie gleich gehabt und es lief dann auch noch sehr gut. Leider konnte das Buch im Verlauf nicht mehr dann mithalten. Also das Cover hat mehr versprochen, als es dann wirklich war. Also es gab schon eklige Szenen. Ja, ja, klar. Aber nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Aber als erste Seite hat es mich sofort mit reingenommen in eine Stimmung, wo ich noch voller Hoffnung war und noch dachte so... Wo ich schon dachte so, naja, okay. Und ich hab, besser? Ja, und ich habe da einfach so eine Fantasie gehabt, wie das Buch weiterlaufen könnte. Aber ich habe dann gemerkt, ich sollte lieber selber Bücher schreiben, weil... Aber es lief unter Horrortaschenbuch, aber für mich definitiv eigentlich kein Horror. Aber die ersten Seiten wirklich war ich sehr, sehr gefesselt von der Geschichte. Konnte es leider nicht mithalten. Bevor wir zu meinen Büchern kommen, erstmal eure Antworten. Erstmal YouTube, bevor ich es vergesse. So, ein Buch, das mich bereits auf der ersten Seite erschüttert hat und sich bis zum Ende noch nicht, noch um einiges gesteigert hat, ist Genderblut von Wrath James White. Ja. Viel zu bildlich beschrieben. Habe ich auch noch nie gehört, Genderblut. Nee, gar nicht. Müsste nachher gucken. Aber ich habe ja hier eingeblendet, wenn ich alles gefunden habe und alles überhaupt. So, dann gab es noch die Antworten, nein. Nein, da ich solche Bücher nicht lese, entscheide gerne anhand des Klappentextes. Und ja, und habe es abgebrochen. Okay. Dann haben wir liebe Ela, es wäre jetzt auch interessant gewesen, welches Buch hast du denn angefangen und abgebrochen? Ja. Also ein bisschen kreativer bitte in den Antworten. Das hätte mich jetzt, mich persönlich hätte mich das jetzt mehr interessiert als irgendein anderes. Ich hätte jetzt gern gewusst, was hast du gelesen? So. Ela, falls du das siehst, vielleicht magst du antworten. Und dann haben wir hier noch zwei Bücher, wo wirklich die erste Seite sehr, sehr ekelhaft ist und wo ich Tiffy jetzt bitten werde, sie vorzulesen. Ehrlich, ja? Ja, ehrlich jetzt. Okay, von Simon Beckett, Die Chemie des Todes. Ein menschlicher Körper beginnt 5 Minuten nach dem Tod zu verwesen. Der Körper, einst die Hülle des Lebens, macht nun die letzte Metamorphose durch. Er beginnt sich selbst zu verdauen. Die Zellen lösen sich von innen nach außen auf. Das Gewebe wird erst flüssig, dann gasförmig. Kaum ist das Leben aus dem Körper gewichen, wird er zu einem gigantischen Festschmaus für andere Organismen. Zuerst für Bakterien, dann für Insekten. Fliegen. Aus den gelegten Eiern schlüpfen Larven, die sich an der nahrreichen Substanz laben und dann abwandern. Sie verlassen die Leiche in Reih und Glied und folgen einander in einer ordentlichen Linie, die sich immer nach Süden bewegt. Ach, das ist ja mal interessant. Entschuldigung. Manchmal nach Südosten oder Südwesten. Was denn jetzt? Manchmal, aber in der Regel, ne? Süden, aber niemals nach Norden. Norman? Nach Norman Bates? Und niemand weiß, warum. Mittlerweile sind die Proteine der Muskeln zerfallen und haben einen für die Vegetation tödlichen Chemiecocktail produziert. Durch die Larven, die über das Gras krabbeln, entsteht so eine Nabelschnur des Todes, die sich zu ihrem Ausgangspunkt zurückspannt. Unter den entsprechenden Bedingungen, warm und trocken beispielsweise, ohne Regen, kann sie meterlang werden. Eine dicke, braune Schlangenlinie, die vor fetten, gelben Larven zu pulsieren scheint.
Zeig, das ist eklig. Ein sonderbarer Anblick, der jeden Neugierigen dazu veranlassen würde, dieses Phänomen zurück zu seinem Ursprung zu verfolgen. Und so entdecken die Yates-Brüder, was von Sally Palmer übrig geblieben war. Ja. Und relativ ähnlich war das hier so? Müsste auch dieses Buch sein. Ja. Ich finde das Cover schon ekelhaft. Die Birte, das blutet oder das fühlt man auch, die ganzen Fliegen. Nee, ich nicht. Nein. Möchtest du keine Fliegen fühlen? Es ist rundum so. Also ich glaube, das passt ja jetzt auch zu dem Thema. Also ich glaube, das Buch wäre aufgrund des Covers für mich ein Grund, es nicht zu kaufen. Echt? Ja. Cool, dann darfst du das ja selbst vorlesen. Das ist übrigens ja erst auf einer Trilogie. Ich habe die beiden anderen Bände noch nicht. Ich finde es wirklich, ich habe da wirklich meinen Ekel vor. Und ich finde es schon eklig, es auf meinem Schoß zu haben. Weil ich weiß, ja, wie das Cover aussieht. Ich finde, einige Fliegen fühlt man halt wirklich. Ich will es gar nicht drüber fassen. Ich halte es einfach so, wie ich es jetzt halte und lese die erste Seite und dann ist gut. Okay. Über der verstümmelten Leiche summt das Fliegenorchester. Auf den Mann an der Tür wirkt. Auf den Mann an der Tür wirkten sie wie eine Horde Zuschauer auf den billigen Plätzen, die lärmend ihren Beifall bekundeten. Mehr Fliegen huschten über die grausige Bühne darunter, wimmelten zwischen den quellenden Massen von Maden und ließen das sehr tote Individuum ein Schauspiel von Bewegung, von Leben vorführen. Das große Fenster auf der anderen Seite des Raums stand offen, dennoch stank es nach Verwesung. Der Mann an der Tür seufzte und für eine Sekunde unterbrachen die Fliegen ihr schauriges Gewimmer und die glänzend weißen Larven hörten auf, sich zu winden. Der Körper lag auf einem antiken Holztisch. Es macht's nicht besser zu wissen, dass ich die Fliegen auf meinem Knie habe. Der Körper lag auf einem antiken Holztisch. Ein Arm hing schlaff über die Tischkante. Dort, wo Blut stetig und still auf den dicken Teppich tropft, hatte die Wolle sich zu einem viel dunkleren Purpurrot verfärbt. Dem toten Mann war die Haut abgeschält worden. Organe und Eingeweide lagen frei. Die Schnitte quer über den Torso waren ohne jede Eleganz ausgeführt worden. Allerdings musste es schnell gegangen sein, dachte der Mann an der Tür. Sonst hätte er das Schreien gehört. Das Gesumm hob erneut an und er biss die Zähne zusammen. Das muss aufhören. Der Lärm wurde stärker. Er starrte den Körper an und die schweren Arbeitsstiefel, die unter den braunen Baumwollhosen hervorragten. Was ist mit den Stiefeln? Die John McBray üblicherweise trug. Ich lese es mal kurz. Als ob er mit der... Jetzt geht es nur noch um den Anzug. Meinst du, das reicht? Mir ja. Ja, okay. Ja, ich habe leider nichts gefunden, wo es um so Psycho-Sachen geht. Da fiel mir jetzt spontan nichts ein. Aber wenn ich an eklige Seiten am Anfang denke, dann muss ich die beiden Bücher immer nennen. Weil die sind wirklich, wie ihr gerade gehört habt, ekelhaft. Also, ich muss dazu sagen, ist gerade bei dem Buch mit den Fliegen mir eingefallen, nach der ganzen Zeit als Krankenschwester und auch definitiv ein paar Tote gefunden und gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es riecht, wenn die so... Na, was stand da gerade? Es roch so nach... Verwesung? Ja. Das habe ich immer noch nicht gerochen. Sehr froh, vielleicht. Soll ja so süßlich sein. Uah. Ja. Will man im Blätter gar nicht wissen. Ich glaube, wenn man es riecht, weiß man es. Ja, wahrscheinlich. Wenn es das ist, ist bestimmt so ein Geruch. Verwesung ist... Du weißt, dass da was Verwesenes liegt, wenn du es riechst. Das glaube ich auch. Uah, nee. Ja, das waren jetzt meine beiden Exemplare, wo auf der ersten Seite schon gesagt ist, wo man gesagt, okay, das wird lustig, Leute. Ja, wo man schon weiß, das kann nur besser werden. Aber wie gesagt, dieses Buch mit dem Fliegencover, also Grund, warum ich mir das nicht kaufen würde. Ich brauche unbedingt die nächsten beiden Bände, die es nicht mehr gibt. So. Wieso gibt es sie nicht mehr? Ist ja schon so alt? Ja, und die wurden halt auch nicht mehr aufgelegt. Das ist ja auch ein Verlag, der es nicht mehr gibt, Otherworld. Okay. Das ist ja ein Unterverlag gewesen vom Überreuter Verlag. Und von der Autorin gibt es sonst keine anderen Versionen von den Büchern? Irgendwie? Es gibt ja nur gebrauchte Versionen. Dann hatte ich noch gefragt, ob für euch nicht so schwache Nerven eher Ekel ist, wie jetzt die beiden Beispiele waren ja eher Ekel oder Psycho.
Und da blende ich jetzt mal schnell eine Grafik ein von der Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe. Und da geht klar hervor, ihr steht auf Psycho. Hm. Und ja, ich will beides eher gleichwertig, weil beides gleichwertig nicht so schwache Nerven für mich bedeutet. Aber Psycho ist natürlich richtig heftig. Auch da ein Film, wenn ich da einen Film gesehen habe mit Daniel zusammen, weil er unbedingt sehen wollte, ich daneben saß, oder wir beide es irgendwann geguckt haben, wenn wir ihn abends geguckt haben, war Einschlafen erstmal vorbei. Hm. Da war er erstmal so, überventilieren. Ja, Richard Lehman, Die Jagd. Habe ich nicht. Nicht nur blutig gewesen, sondern, sagt der Name schon, Die Jagd. Eine Protagonistin war das, glaube ich, ja, die ständig auf der Flucht ist und vor den unheimlich ekligen Bösewichtern in diesem Buch. Genauso wie bei, jetzt fällt mir noch ein Buch ein. Ach, guck. Dean Erkuns, Intensity. Habe ich ja auch hier auf den Link gelesen. Auch ein Buch, wahnsinnig fesselnd. Yo, Ghetto Brother. Yo, Mann. Ja, auch sehr fesselnd. Und mehr Psychothriller, der nun wieder da ist. Nicht so viel Blut, da ist mehr absolut Psychothriller, der dir den Atem raubt. Also mir. Ich habe ja auch überlegt, welcher Psychothriller wirklich so richtig Psycho war. Es gibt ja Psychothriller, die sind einfach nur Thriller für mich. Und die halt wirklich auf die Psyche gehen. Mir ist in dem Moment jetzt keiner eingefallen, wo ich dachte, das war auf jeden Fall, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Für mich Intensity. Aber ich habe gestern ein Buch rausgesucht, was nicht auf meiner Leseliste stand, wo alle gesagt haben, danach konnten sie nicht mehr schlafen. Alleine. Und das lese ich dann auch als nächstes. Extra für dieses Thema. Ich hoffe, dass es wirklich so ein Buch ist. Wir werden das in der Rezension feststellen. Welches Buch ist es denn? Als wenn ich es jetzt sagen würde. Aber in dem Video sieht man es ja sowieso. Nein. In dem Video sieht man es jetzt noch nicht. Ah, nee. Ich dachte, du hast jetzt hier auch das Cover eingeblendet. Nee, ich habe jetzt daraus zu. Ich hoffe, dass es dazu passt. Ist es was Aktuelles? Nee, ne? Nee. Ist halt schon was Älteres. Aber da konnten viele nicht einschlafen. Da kam mir der Gedanke, dass das halt so ein Psycho-Ding war. Ich habe die ganze Zeit immer nur auf Ekel geguckt, nicht so schwach. Der hat völlig Psycho vergessen. Das finde ich auch schon bei Fragen ein. Und deswegen habe ich gedacht, nee, nehme ich das dann mit rein und gucke mal, ob das vielleicht wirklich so eins ist, wo man nicht mehr alleine schlafen möchte. Also wenn es S ist, dann kann ich dir schon mal sagen, das ist es nicht. S habe ich auch gebrochen. Entschuldigung. Es tut mir leid, aber ja, es war mir zu langweilig, das Buch. Ich bin der für den alten Film. Ja, aber gut, dass sie nochmal betont für den alten Film. Finde ja, ich sehr gut. Der neue war sehr löblich. Den neuen habe ich quasi abgebrochen. Ich bin da rausgegangen, dass er geguckt hat. Ich habe ihn abgebrochen, weil er einfach zu lang und langweilig war. Ja, es war einfach so, okay, echt jetzt. Ehrlich, schon wieder Blut? Oh, was für eine Überraschung. Oh, und Kinder, die ganze Zeit so mit Schimpfwörtern rumspucken. Und das haben die in dem Buch nicht so extrem gemacht wie in diesem Film. Ja, also, du Hunde. Also, war eine große Enttäuschung. Auch der jetzt im zweiten Teil. Auch schon am Anfang fand ich ja bei Stephen King bei der neuen Verfilmung jetzt Teil 1, ja. Da habe ich ja schon die ersten 10 Minuten in dem Film und ich habe mich ja schon zu Hause wieder auf der Couch aufgeregt. Erstmal, was haben die denn in Amerika für Abflusskanäle? Ja, das hast du gesagt. Ey, das sind ja Kellertüren, ihre Abflusskanäle. Das sind ja so große Öffnungen. Aber das kann schon hinkommen. Vielleicht haben die sowas ja wirklich. Wissen wir ja nicht. Haben die noch nicht mal in dem alten S-Film gehabt. Nein. So. Und dann geht dieses Papierboot da rein. Jetzt weiß ich, was kommt. Geht das Papierboot in diese riesen Abflussschacht am Fußgängerdamm, ja? Riesenloch. Und da schwimmt dieses Boot rein. Und dieses Kind sitzt da. Das ist kein Standbild. So, wo ich mir denke, kein Kind würde da so sitzen. Ich meine, im alten Film hat es noch reingegriffen einfach ja, nur. Ja, eben, genau. Und dann kam er so, weißt du? Ja. Aber so dieses gefühlte, für mich gefühlte 20 Minuten vor diesem Loch sitzen und da reinstarren, wie so ein... Ja, kein Wunder, dass der Clown dann kommt und dir auch einfach nur den Arm abbeißt, weil du einfach nur blöde bist. Ja, da war schon die erste Blutszene, die es vorher auch nicht gab. Nee, sag ich doch. Und dann sagen wir, das war im Buch auch so. Nein. Nein. War nicht so im Buch. Und auch nicht die Badezimmer. Reingezogen, fertig ist. Ja, eben. Und nicht die Badezimmer-Szene, wo das Blut da Fontänenwese. Das war tatsächlich auch. Da stand sie vorm Spiegel und dann kam aus dem Abfluss dieser Ballon. Nicht,
Stimmt. Da kam aber der Ballon raus. Gespritzt. Und der Ballon ist geplatzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber da spritzen nicht 10 Fontänen durch die Gegend. Aber es war halt auch alles voller Blut ja. durch diesen Ballon, stimmt. Und der Ballon ist doch dieses, auch mit dieses Hauptding. Das stimmt. Der Clown mit dem Ballon. Ja. Der einzelne rote Ballon. Ja, so. Das, das Erkennungszeichen von S. Ja, genau. Haben wir da nicht. Da schneidet sie sich die Haare ab, die dann auf einmal ihr durchs Gesicht krauchen und in den Abfluss, wo ich so denke, sowas hat Stephen King nicht geschrieben. Aber okay. Es gibt viele Fans, er verdient viel Geld mit diesem Film. Ja. So, jetzt sind wir kurz ausgeartet. Aber also. Ist ja auch fast nichts mehr. Haben wir noch was? Nee, da nicht. Da auch nicht. Fünfte Frage gibt es, glaube ich, nicht. Nee, das war ja nur die Abstimmung, genau. Und danach war einfach nur, habt ihr noch irgendwas zu diesem Thema zu sagen? Da kam auch nichts. Also sind wir quasi durch. Ja. Aber ist ja auch lang genug. Wir mussten zwar die Kamera neu starten, wir mussten einmal den Akku wechseln. Genau, also es ist nicht so, dass das kein Thema war, worüber man reden könnte. Genau, und ihr wart diesmal dabei. Und wenn ihr sowas gerne öfter wollt, dass wir halt euch in Diskussionsrunden mit einbeziehen, auch nur für die Themenvideos oder für anderes, könnt ihr gerne Bescheid sagen, wenn euch das gefallen hat. Dann machen wir sowas öfter mal, dass ihr damit bei sein könnt. Sozusagen. Haben wir ja eigentlich auch schon gesagt, aber es kommen ja auch immer so wenig Vorschläge. Ja, nicht so Vorschläge, sondern eben Fragen vorher, die man beantwortet für eben so ein Diskussionsvideo. Ja, stimmt auch. Das wäre auch mal eine Idee. Also nicht nur für diese Themensachen oder halt generell für Themensachen. Mal gucken, was einem da so einfällt. Mhm. Genau. Aber für heute haben wir's. Haben wir die Diskussion hier gut um die Runde gebracht. Dass wir vorher nicht wussten, wie das ablaufen würde. Und ich werde Betty jetzt nochmal darauf hinweisen, dass sie am Anfang dieses Videos ein FSK 18 machen muss. 16. Das kann man, glaube ich, sogar einstellen. Ja. Ja. Solltest du auch bildlich vermerken. Weil mir dann eingefallen ist, wir haben dann doch einiges erwähnt, auch mit dem Vorlesen, was denn für den einen oder anderen sensiblen Magen vielleicht doch ein bisschen heftig ist. Aber ich glaube, das kann man auch bei YouTube einstellen. Da ist so ein Klick-Button. Aber gucken können sie es trotzdem. Das ist nur ein Hinweis. Echt? Wollen wir nicht. Aber ich habe nie benutzt. Braucht die bis jetzt noch nicht. Nee, aber ich denke, dass man wenigstens am Anfang, damit die Zartbeseiteten wissen, das ist ernst gemeint. Und also bitte keine Beschwerden in die Kommentare, wir hätten euch nicht gewarnt. Betty wird das am Anfang bildlich darstellen. Immer so ein Zeichen einblenden auf der anderen Seite von dem anderen. Oder unten. Dieses Video ist wirklich nichts für schwache Nerven, FSK 16. Mindestens. 30. 18. Wir machen lieber 18 raus. Ja. Ah, so ein paar Sachen waren schon. Ja. Aber ist halt das Thema, darum ging es halt. Genau. Ansonsten vielen Dank für eure Antworten. Viel Spaß beim heutigen Tag noch. Ich rede heute nur Quatsch. Also schlaft schön, träumt was Gutes. Genau. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.